Moin Erlunken, mein Name ist Endenburg und heute müssen wir mal wieder über New World reden. Das letzte Video zu New World, das ich gemacht hatte, war New World eine Woche nach Release. Mittlerweile haben wir New World einen Monat, ungefähr einen Monat nach Release. Und dieses eine Woche nach Release Video kommt mir mittlerweile vor, als wäre es ein Jahr alt oder zwei oder wie viel auch immer. Denn mein Gott, haben wir mittlerweile eine andere Situation. Und leider muss man ja so klar sagen, eine wesentlich schlechtere. Das New World eine Woche nach Release-Video war noch ein relativ positives. Also klar, ne, es gab die Serverprobleme, die für sehr viel Frust gesorgt haben, die Warteschlangensituation, die sehr viele Leute da noch in den Knochen hatten und an die man sich sehr ungern erinnerte. Aber es gab auch sehr viele Spieler, die sehr viel Spaß hatten, sich komplett in den Content reingeschmissen haben, sogar sehr hart reingesuchtet haben. Ich habe das damals fast ein bisschen bedauert. Ich hatte zwar sehr viel Verständnis dafür, dass es Leute machen, damit sie den Anschluss zum Server nicht verlieren oder weil sie die Angst haben, wenn sie nicht reinsuchten, verlieren sie den Anschluss zum Server. Aber ich fand es, wie gesagt, ein bisschen schade, weil New World ja endlich mal ein Spiel ist mit einem relevanten Early- und Midgame. Und wenn man dann diesen Teil des Spiels so ein bisschen skippt, fand ich persönlich ein bisschen schade, auch wenn ich sehr viel Verständnis dafür hatte. Aber mittlerweile muss man sagen, was war das für eine Luxussituation? Mittlerweile haben wir New World einen Monat nach Release und vor allen Dingen haben wir sehr viele Probleme, sehr viele Probleme. Also es gibt einige Videos schon, die das thematisieren und ich will nicht alles wiederholen. Ich werde vor allen Dingen auch nicht alles wiederholen können, weil es viel zu viel ist. Aber ich will ein paar Punkte ansprechen, die für mich einerseits sehr schön dokumentieren, wie tiefgreifend oder wie tiefliegend die Probleme sind. Und auf der anderen Seite, wie negativ sie eben auch leider die Teile des Spiels betreffen oder bedingen, für die man New World gerne spielt oder für die sehr viele Spieler dieses Spiel sehr gerne spielen. Von daher will ich versuchen, so ein bisschen einen Ausblick zu geben, was liegt da eigentlich im Argen? Spoiler, es ist sehr viel. Und was muss eigentlich passieren? Und wie der Titel des Videos schon eben suggeriert, braucht New World vielleicht tatsächlich einen Restart, wie das bei Final Fantasy mit The Realm Reborn der Fall war. Wir fangen mal an mit der von mir schon eingekürzten Liste an Bugs und Exploits. Da wäre zum Beispiel der Window-Exploit in den Kriegen. Das wurde, glaube ich, mittlerweile gefixt, Gott sei Dank, auch wenn es ein anderes Problem verursacht hat, nämlich den Crouch-Heal-Exploit. Aber zu dem Thema, ne, man fixt Bugs und produziert damit neue, kommen wir auch gleich noch. Aber das ist, wie gesagt, das war ein ganz, ganz, ganz signifikantes Problem. Du konntest dein Fenster minimieren, konntest das über den Desktop ziehen, ne, so ein bisschen per Drag and Drop quasi, und auf diese Weise verhindern, dass Schaden berechnet wurde, konntest aber trotzdem auf dem Punkt stehen bleiben und diesen auch weiter cappen. Denn, das ist ja ein riesiges Problem, das mittlerweile auch bekannt ist, sehr vieles in New World funktioniert clientseitig. Sehr viele Berechnungen vollziehen sich über euren Game-Klienten, also über euer Spielfenster sozusagen. Das ist ein riesen Problem, weil das natürlich Tür und Tor öffnet für ganz, ganz viele Exploits und ganz viel Schabernack und Scharlatanerei. Verpacke ich jetzt so ein bisschen in alberne Worte, aber es ist wirklich ein riesen Problem. Von daher, auch da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber der Window-Exploit in Kriegen war absolut furchtbar, weil er eben auch einen ganz, ganz wesentlichen Teil des Endgames und mit Sicherheit auch einen riesen Fokus des Spiels insgesamt, die Kriege, betroffen hat und sehr viele Leute da ihren Spaß dran verloren haben. Das heißt, da haben wir schon mal ein gigantisches Problem. Für viele Leute auch ein relativ großes Problem, für mich jetzt nicht, weil ich bin da faul, was das angeht, aber für viele Leute ein großes Problem war das Auktionshaus. Das funktionierte nämlich bei Offline-Verkäufen nicht, also wenn jemand deine Güter gekauft hat, aber du warst gerade nicht online, bekamst du das Geld nicht. Ich glaube mittlerweile, von dem, was ich gehört habe, gibt es so eine Geld-Zurück-Aktion quasi. Aber das hat sehr viele Leute auch sehr frustriert, weil natürlich auch die Wirtschaft in New World eigentlich, ist ja ein relativ sandboxiges Spiel, eigentlich eine große Rolle spielt. Von daher auch ein absolutes Ärgernis. Was für mich persönlich ein absolutes Ärgernis war, ist fehlender Content zum Release, der eigentlich hätte da sein sollen. Und damit meine ich natürlich insbesondere den Outpost-Rush-Modus. Wir haben ja viel im Vorfeld darüber geredet, ich habe auch in meinem 10-Minuten-Video sehr viel darüber geredet, dass New World ein Spiel ist, das zum Release Content hat und der ist auch nice. Aber man merkt schon relativ früh, okay, das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss so. Also da muss noch einiges kommen. Und wir wissen ja mittlerweile auch schon, was noch kommen kann oder kommen sollte. Aber wenn dann zum Release nicht mal das da ist, was eigentlich da sein sollte, ist es natürlich ein Problem. Also der Outpost-Rush-Modus ist neben den Kriegen sicherlich das große Ding im PvP-Endgame.
Und auf den 3 Wochen warten zu müssen, dann kam er, war völlig verbuggt. Ich glaube, du hattest keine Map, keine Indikatoren, wie es gerade steht und so, und dann mussten sie ihn wieder runternehmen. Und jetzt ist er gerade wieder drin, aber leidet auch unter anderen Problemen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Von daher riesen Problem, auch für mich persönlich, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe. Was für viele Spieler ein Problem war, waren die Servertransfers, die versprochen wurden. Und die dann auch nicht gekommen sind, beziehungsweise jetzt gerade gekommen sind, aber auch viel zu spät. Sehr viele Leute konnten wochenlang nicht mit ihren Freunden spielen. Und man braucht nicht allzu viel Fantasie, wenn man sich zusammenreimt, dass nicht jeder dieser Spieler dann gewartet hat, sondern sehr viele Leute gesagt haben, ja komm, dann spielen wir mal was anderes. Also da werden auch viele Spieler dran verloren gegangen sein an den Servertransfers, die zu spät kamen. Was ebenfalls wenig bis gar nicht funktioniert, oder ein bisschen übertrieben, aber was oftmals leider nicht so funktioniert, wie es da steht, sind die Perks. Also ne, Waffenverbesserungen oder Ability-Verbesserungen auf Rüstungsteilen oder Waffen, wo dann draufsteht, was weiß ich, irgendeine Fähigkeit ist jetzt aus den und den Gründen besser, macht so und so viel Prozent mehr Schaden oder sonst was. Da funktionieren viele nicht, wie sie sollten. Das beste Beispiel und auch verheerendste Beispiel ist der Resilient-Perk auf der Fraktionsrüstung, also die Schadensreduktion bei kritischen Treffern. Das ist nämlich keine Schadensreduktion bei kritischen Treffern, sondern einfach flat-out eine Damage-Reduction für alle Schadensquellen. Das heißt, wenn du in kompletter Fraktionsrüstung rumläufst, kriegst du, ich glaube, irgendwie 22% oder so weniger Schaden. Und nicht nur weniger kritischen Schaden. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, weil sehr viele Leute genau das dann nutzen und dann vor allen Dingen auch gerne mit Heavy Armor. Da sollen wir beim nächsten Thema damit rumlaufen. Ich finde, Heavy Armor ist auch immer noch ein gigantisches Problem für New World, weil du nicht gepunished wirst dafür, dass du für die heftigen Armor-Werte gehst, weil du deine fehlende Mobilität durch Waffen ausgleichen kannst, insbesondere durch die Great Axe, die so ziemlich jeder spielt, oder durch CC. Kriegshammer spielt auch so ziemlich jeder. Oder die Hatchet natürlich, die auch gerade von einem schlimmen Bug betroffen ist. Aber das ist fast jede Waffe. Nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber es sind schon einige Waffen. Bei der Great Axe zum Beispiel ist es auch der Bloodlust-Perk, der sehr, sehr lange so funktionierte, dass er einfach permanent war. Also permanent an war und der ist sowieso schon viel zu stark. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Probleme. Das größte Problem aus meiner Sicht mit der Armor ist ein Heiler in Heavy Armor. Weil ein Heiler in Heavy Armor, den kriegst du nicht mit einer Person klein, das ist okay. Den kriegst du aber auch nicht mit 2 Personen klein, das ist auch gerade noch so okay. Aber die kriegst du auch nicht mit 3 Personen klein. Du brauchst oftmals 4 oder 5 oder 6 Leute, um einen Heiler in Heavy Armor zu töten. Absolutes Desaster für so ziemlich jeden Aspekt des Spiels, der mit PvP zu tun hat. Und der auch jetzt gerade im Spiel drin ist. Auch die Endgame-Portale funktionierten nicht so, wie sie sollten, super, super lang. Was auch sehr schade ist, weil ne, wir sind ja nicht verwöhnt von PvE-Content bedauerlicherweise. Die Kriege, wir hatten gerade schon den Window-Exploit, aber auch die Performance war natürlich ein großes Problem, weil die so schlecht war zum Release, wie sie noch nie war. Also ich muss sagen, ich persönlich war auch regelrecht schockiert, weil ich hatte ja die Alpha gespielt, ich hatte die Close-Beta gespielt zu Battle for New World, ein Event, bei dem ich ja mitgemacht habe und bei dem auch sehr viele Leute gespielt haben, die Server auch sehr ausgelastet waren. Dann habe ich bei der Open-Beta mitgemacht, also bei so ziemlich jeder Phase des Spiels. Und zu keinem Zeitpunkt war die Performance während der Kriege, also Lags, ne, wir reden hier von Lags, wir reden von Freezes, wir reden von, der Gegner ist auf der einen Stelle und eine Sekunde später ist er plötzlich 20 Meter weiter vorne. Das war zu keiner Zeit war das so schlimm wie jetzt zum Release. Also da war nicht mitzurechnen, dass es dermaßen verheerend sein würde. Ich hatte gerade schon, ne, wie gesagt, ein paar Waffen angesprochen, die nicht funktionieren. Der Bloodlust-Perk bei der Great Axe. Auch der Eishandschuh macht permanent Probleme. Feuerbälle treffen den Gegner nicht, fliegen durch den Boden. Ist natürlich auch super, super nervig. Es gibt auch Questreihen für diese legendären Waffen-Quests, wo der Boss nur spawnt, wenn der Server neu startet. Ich glaube, beim Hammer ist es der Fall. Ist auch unglaublich nervig für ganz viele Leute auf meinem Server, wie ich weiß. Und es gibt individuelle Bugs. Also es gibt Bugs, die kommen nur bei spezifischen Leuten vor. Das sind quasi keine Bugs, wo jeder oder fast jeder drunter leidet, sondern ganz, ganz komische, persönliche Bugs. Bei mir war das zum Beispiel beim Kochen so, dass ich immer, wenn ich Energizing Light Ration, glaube ich, herstellen wollte, hat er Energizing Travel Ration hergestellt. Völlig grundlos. Oder der Javelin, also dieser Speerwurf, ne, eine Fähigkeit mit dem Speer, hat einfach nicht funktioniert. Ich habe den Speer geworfen, der ist quasi durch den Gegner durchgeflogen oder verschwunden und es gab keinen Schaden. Das sind natürlich kleinere Dinge, aber auch die nerven massiv. Wir hatten die Gold-Duplication-Situation. Das heißt, ne, auch wieder so ein Ding, das möglich gemacht wurde durch die Tatsache, dass sehr viele Berechnungen kleinseitig passieren.
Das Gold konnte quasi getauscht werden oder gehandelt werden, ne, konnte den Besitzer wechseln. Und wenn du im richtigen Moment quasi den Client geschlossen hast oder abgebrochen hast, wurde das Gold zwar kopiert, aber es wurde auf der anderen Seite von demjenigen, von dem es kommt, nicht abgezogen. Das heißt, du konntest das Gold vermehren, wie du wolltest. Ich glaube, das haben sie ganz gut nachvollzogen, mittlerweile zum Glück, wer das war, und haben da Bans ausgesprochen natürlich. Aber das ist natürlich auch ein großes, großes Problem für die Wirtschaft gewesen. So wie generell die Deflation ein großes Problem für die Wirtschaft ist. Dann haben wir den Ember Gem bzw. Intelligence Gems, die nicht funktionieren, wie sie sollten, weil der prozentuale Fokusschaden nicht von den Fokus- oder Instats kommt, sondern nur vom Waffenschaden. Ist auch eher eine Kleinigkeit, aber nervt auch hart. Was mehr als eine Kleinigkeit ist, ist die Quellwächter-Quest. Und damit sind wir fast am Ende der Punkte, die ich für am relevantesten halte. Die Quellwächter-Quest ist der größte Unsinn, den ich jemals gesehen habe in einem MMORPG. Wer hat sich das ausgedacht? Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, beim Quellwächter ist es so, dass eine Quest ist eine der letzten Quests der Main Story. Da musst du mit ungefähr, sagen wir mal so, 10 Leuten oder irgendwie sowas, 5 bis 10 Leuten, musst du einen Boss, so eine Art Boss töten. Und das kannst du aber nur machen mit Leuten, die auch die Quest haben. Wenn du die Quest schon gemacht hast, kannst du da nicht helfen. Das heißt, wir werden irgendwann die Situation haben, dass Leute nachrücken, die jetzt nicht zum Launch gespielt haben, sondern, was weiß ich, heute anfangen oder morgen anfangen. Und die dann eben nicht so viele Leute haben werden, die auch gerade Level 59, 60 sind, wie viel auch immer, und diese Quest machen müssen. Und das heißt, du kannst auch dann nicht mit deiner Kompanie Bescheid sagen, Leute, ne, ich muss hier für meine Main Story diese Quest machen, könnt ihr mal bitte helfen. Sondern du musst halt warten, bis irgendwann mal zur selben Zeit ausreichend Leute kommen auf den relativ kleinen Servern, die wir ja haben, die auch diese Quest machen. Absolute Katastrophe. Also da hat man wirklich, also das, da hat man, wie konnte man das nicht zu Ende denken? Das ist ein unglaublicher Fehler, der mich sprachlos macht, muss ich ganz klar sagen. Das muss dringend nachgepatcht werden. Wir haben insgesamt, wenn wir mal ein kleines Fazit ziehen wollen, haben wir leider Patches, die jedes Mal, wenn sie einen Bug fixen, mindestens einen Bug wieder verursachen. Wir hatten vor ungefähr einer knappen Woche, hatten wir den Patch, ich glaube 1.0.4 war es, der so ein großer Patch unter dem Motto, wir beheben Probleme waren. Also du hattest gar keine Balancing-Sachen drin, du hattest keine Anpassungen, dass irgendwie mal, ne, dass Heiler in Heavy Armor schwächer gemacht worden wären oder sowas, was mega, mega wichtig gewesen wäre. Oder dass einzelne Perks mal ein bisschen abgeschwächt worden wären oder so. Sondern es war ein reines Wir-beheben-Fehler-Ding. So, und da kann man sagen, ist okay, ne, es wäre natürlich wichtig, dass auch die Balance-Änderungen mal reinkommen, weil es unspielbar ist, so wie es jetzt ist. Aber wir haben Verständnis, ihr müsst erstmal die fundamentalen Probleme lösen, ist in Ordnung. Das Problem ist nur, dass wenn wir schon verzichten auf andere Sachen und wirklich, ne, sagen, okay, dann macht halt nur Fixes, die Fixes funktionieren halt nicht, beziehungsweise sie funktionieren, aber sie verursachen jedes Mal wieder Probleme. Das beste Beispiel ist, wie gesagt, man hat den Window-Exploit von den Kriegen rausbekommen und hat damit gleichzeitig den Crouch-Heal-Exploit geschaffen und hat ganz, ganz viele andere Probleme geschaffen, ganz, ganz viele Dinge, die vorher völlig fein liefen, die jetzt nicht mehr laufen. Und das ist natürlich erstens überhaupt nicht gut und zweitens spricht es auch leider nicht für den Code und für das, ja, für das technische Fundament von New World. Da scheinen Fehler gemacht worden zu sein, die jetzt erst so richtig rauskommen und die ich zumindest, ich glaube auch viele andere auch vorher so nicht auf dem Schirm hatten. Und das wirft bedauerlicherweise Fragen auf. Eine Sache muss man jetzt an der Stelle immer so ein bisschen, ich will nicht sagen zugute halten, aber berücksichtigen. MMOs kommen nicht perfekt auf den Markt. Kein MMORPG ist zum Release quasi die beste Version ihrer selbst oder seiner selbst, sondern die kommen immer in einem Stadium sozusagen, wo noch sehr viele Probleme da sind, wo noch, oder fast immer zumindest, wo noch sehr viel zu tun ist und wo man merkt, okay, ne, das ist jetzt der Release und jetzt gibt den Entwicklern mal ein halbes Jahr, ein Jahr, wie viel auch immer, dann kommt da ganz, ganz viel Schönes nach. Problematisch ist aber bei New World, dass sehr viele der Probleme leider den Endgame-Inhalt oder die Endgame-Inhalte schlechthin betreffen. Eigentlich so ziemlich jede Inhalte. Den Krieg, der wegen den Exploits und Lags kaum spielbar ist. Outpost Rush war ja lange Zeit nicht da. Open World PvP ist, glaube ich, auf den meisten Servern, auf meinem zumindest, quasi tot bzw. existiert nicht. Weil auch die Belohnungen also nicht groß genug sind bzw. es kaum mehr Anreize gibt. Und wenn überhaupt, dann in Zerg-Szenarien. Das heißt, die Teile sozusagen oder die Aspekte des Spiels, die Leute mögen, sind leider von den Problemen großflächig betroffen. Ob das das Auktionshaus ist, ob das Crafting ist, ob das PvP ist, ob das Gameplay in irgendeiner Form ist. Wir haben leider Probleme, die so ziemlich jede Facette des Spiels
erreichen und betreffen. Und das ist natürlich nochmal eine besondere Situation, vor allen Dingen, weil sie so lange anhält und weil es nicht nur darum geht, dass irgendwie Server zum Start nicht funktionieren, sondern dass halt ganz, ganz fundamentale Dinge nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und das hat mit Sicherheit jetzt schon dafür gesorgt, dass sehr viele Spieler sich verabschiedet haben und mit Sicherheit auch sehr viele Spieler sich noch verabschieden werden, wenn das Ganze nicht zeitnah gelöst werden kann. Wenn man so ein bisschen versucht, positiv daran zu gehen und sich zu überlegen, was muss denn eigentlich passieren, damit es besser wird, würde ich sagen, das Wichtigste ist erstmal eine gute Kommunikation. Also vielleicht sogar so eine Art Roadmap nach außen zu geben, zumindest eine angedachte, vielleicht keine fixe, für Lösungsansätze, für Fixes, für Problembehebungen, vielleicht eine Roadmap für Inhalte, damit man ungefähr weiß, worauf man sich einstellen kann und damit Spieler wissen, was auf sie zukommt, denn die schwierige Situation ist jetzt, ja, wir reden ja gar nicht von Inhalten, die fehlen. Vor Release haben wir noch viel geredet über, das ist drin, die Quests sind furchtbar, gibt zu wenig PvE-Inhalte, ne? Genau das, was auch in meinem New World in 10 Minuten Video der Fall ist oder thematisiert wird. Aber wir hatten auf der anderen Seite die Situation, ja, PvP macht ja Spaß und ne, viele, viele Dinge sind gut, die Welt ist fantastisch und da kann schon schön was draus werden. Es müssen halt nur die Inhalte kommen. Das war immer so der Status Quo zum Release, dass wir gesagt haben, ja, ist ja alles cool, aber ne, wo bleiben denn andere Inhalte, die das Spiel noch bereichern, gerade im Endgame? Von Inhalten ist überhaupt gar nicht mehr die Rede. Niemand redet mehr von den Inhalten, sondern alle reden davon, dass das, was quasi der Standard ist oder der Status Quo, das, was versprochen wurde zum Release, dass das halt leider erstmal laufen muss. Und je länger dieses Thema präsent ist, also je länger wir darüber reden, dass das Spiel halt laufen muss in seinem normalen Stadium, desto mehr schiebt sich, denke ich mir zumindest, doch auch nach hinten, wann neue Inhalte kommen. Also wann Dinge kommen, die kommen müssen. Und ne, wir wissen ja schon, was kommt. Nämlich zum Beispiel Dungeon Mutations, was wahrscheinlich, hoffentlich, ein hochskalierender, dauerhafter Endgame-Inhalt wird, ne, irgendwie so ein bisschen wie Mythic Plus, dass man dann, was weiß ich, Amrine in einer besseren Version spielen kann und die Tiefen und was weiß ich was, ne, dass man als PvEler einen Modus bekommt, der einen ein bisschen beschäftigt, denn im Endgame haben wir zwei Level 60er Dungeons und drei Arenen und halt die Invasions und das war's, das ist wirklich, wirklich nicht viel. Wir haben den PvP-Modus, der kommt, der wahrscheinlich hoffentlich ein Smallscale-Modus wird. Das heißt, auch da, ne, würde ich mich freuen, wenn die kommen. Wir haben natürlich die Waffen, wir haben neue Gebiete und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die Spieler brauchen. Also die Spieler brauchen ein funktionierendes Spiel, da müssen wir nicht drüber reden. Aber, und das macht die Situation so problematisch, die Spieler brauchen auch neue Inhalte. Und je länger das quasi jetzt nach hinten verschoben wird, wenn die Entwickler Zeit brauchen für Fixes, desto später kommen auch diese neuen Inhalte. Und die neuen Inhalte sind ganz wichtig, um die Spieler bei der Stange zu halten. Aber ein funktionierendes Spiel ist auch wichtig, um die Spieler bei der Stange zu halten. Ihr seht das Problem, glaube ich. Ihr seht, glaube ich, das Problem. Die Frage ist, wie viel Zeit hat man? Und die Frage ist auch deshalb, wenn man jetzt zu dem Schluss kommen sollte, und damit schließt sich der Kreis dieses Videos, wenn man zu dem Schluss kommen sollte, wir haben nicht so viel Zeit oder wir verlieren sehr viel Zeit daran gerade und es dauert viel zu lange, wir verlieren große Teile unserer Spielerbasis, bis die neuen Inhalte reinkommen, braucht New World dann nicht vielleicht eine Realm Reborn? Und zwar, also ne, im Sinne eines grundlegenden Neustarts. Ich würde mir vorstellen, dass die Grundlage dieses New World A Realm Reborn Ding wäre ein neuer Code. Und zwar einer, der nicht kleinseitig funktioniert, weil wir ja gesehen haben, wie viel, es gibt absolut absurde Probleme. Ich habe da Videos gesehen, da haben Leute das Bild eines Apfels in den Chat posten können, weil du irgendwie irgendwas linken kannst da oder Namen quasi reingepostet haben von Items und wenn du da mit der Maus drüber hoverst, crasht das Spiel. Wir haben, ne, wie gesagt, diese ganzen Damage-Exploits, das heißt, du ziehst das Fenster über den Desktop und bekommst halt keinen Schaden und so weiter oder das Game freest für dich, aber du bist halt trotzdem noch im Spiel und kannst auch immer noch Punkte blocken. Das alles ist ja offensichtlich kleinseitig und offensichtlich ermöglicht es ganz, ganz viele Abuses. Das heißt, der Neustart wäre natürlich einer, der ganz, 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 ganz klar sich dieser Sache widmet. Und wahrscheinlich müsste das wirklich eine relativ fundamentale Überarbeitung sein. Also einmal wäre es ein Neustart für den Code. Ich würde mir aber auch wünschen, dass es ein Neustart ist mit den Inhalten, die wir jetzt noch vermissen. Also mit den Dungeon Mutations, mit dem Small-Scale-PvP-Modus oder zumindest einem zweiten Outpost-Rush-Modus, mit den ganzen Balancing-Sachen, die wirklich Kraut und Rüben sind. Also Balancing in New World, Meta in New World ist gerade eine absolute Katastrophe. Es müsste ein Neustart sein mit Raids vielleicht sogar schon, mit Events, mit World-Events, mit Bossen, mit Karawanen, mit was weiß ich, ne, mit den ganzen Dingen, die wir uns schon alle überlegt haben im Vorfeld.
Zeit ist ein großes Problem. Zeit ist wirklich ein großes Problem und die Frage ist, ist es möglich, einerseits das Spiel zu fixen? Wir haben ja über sehr viele Probleme geredet in diesem Video. Und diese Probleme zu fixen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass neue Inhalte reinkommen. Ich denke und ich fürchte, viele Spieler werden diese Zeit nicht haben und dem Spiel diese Zeit nicht geben. Das heißt, wenn ich jetzt verantwortlich wäre für New World, würde ich mir stark überlegen, macht es Sinn, das Ganze so laufen zu lassen? Also können wir es schaffen, die Probleme zu fixen und halbwegs zeitnah die neuen Inhalte zu implementieren? Oder ist A Realm Reborn für New World nicht wirklich eine sinnvolle Sache? Ich persönlich, um damit abzuschließen für dieses Video, ich persönlich spiele New World tatsächlich durchaus noch, aber ehrlicherweise schon mittlerweile ein bisschen mit einem Bauchkrummeln, weil die Teile, an denen ich sehr viel Spaß habe, insbesondere das PvP, aus den genannten Gründen im Moment nicht so viel Spaß macht, ne? Aus den Meta-Problemen, die durch Heavy Armor kommen, die durch Heiler insbesondere kommen in Heavy Armor, die durch Perks kommen, die nicht funktionieren, Perks, die broken sind, Headshot, die gerade broken ist und so weiter und so weiter. Das ist leider einfach keine gute Grundlage für ein kompetitives PvP-Spiel. Ich bin, wie gesagt, ich spiele es immer noch und ich werde dem Spiel weiterhin eine Chance geben und hoffe, dass es vielleicht sogar ohne A Realm Reborn geht, aber ich denke mir halt, ne, wenn die Probleme so fundamental sind und wenn die neuen Inhalte dann doch so dringend kommen müssen, offensichtlich, dann wäre vielleicht ein A Realm Reborn eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir gerne, wie eure derzeitige Situation rund um New World aussieht. Ob ihr noch Lust habt, ob ihr gequittet habt, ob ihr der Meinung seid, ne, das Spiel muss wirklich nochmal neu überarbeitet werden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hinterlasst gerne einen Daumen und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Denn hier wird es immer noch sehr viel, auch über New World hinaus, sehr viel um MMORPGs, aber natürlich auch um New World gehen. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr mir zugehört habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, liebe Leute. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.